Herzlich willkommen zu einem eigentlich nicht geplanten Video. Als ich eben gewisse Recherchen für ein anderes Video betrieb, stieß ich auf einen Fall aus dem Jahre 1988, der mir eine dermaßene Gänsehaut verschaffte, dass ich ihn euch nicht vorenthalten will. Aber fangen wir von vorne an. Es gibt auf unserer Welt so extrem viele Mysterien, Rituale, Monstergeschichten und überhaupt sehr viele Sachen, die gruselig sind oder sein sollen. Doch dann gibt es noch eine andere Kategorie, die menschlichen Abgründe. Und darum soll es auch im folgenden Fall gehen. Die Rede ist von dem Fall der Junko Furuta. Junko Furuta war ein damals 17-jähriges Mädchen aus Japan, das den Schulschwarm Hiroshi Miyano, der mit ihr ausgehen wollte, ablehnte. In seinem Ego gekränkt wollte er sich, zusammen mit drei Freunden, an Junko rächen. Am 25. November 1988 entführten Hiroshi und seine Freunde Junko auf ihrem Weg von der Schule nach Hause. Sie hielten sie in dem Haus einer der Freunde, Nobuharu Minato, fest. Was dann geschah, gehört zu den grausamsten Geschichten, die ich je lesen musste. Junko Furuta musste 44 Tage lang die grauenvollsten Folterungen über sich ergehen lassen. Es wussten insgesamt mehr als 100 Menschen über ihre Entführung Bescheid, doch niemand half ihr. Zu den Methoden der Folter gehörten Vergewaltigungen. Laut Aussagen der Jungen wurde Junko innerhalb von 44 Tagen über 400 Mal vergewaltigt. Es handelte sich dabei größtenteils um Gruppenvergewaltigungen, zu denen Mitschüler eingeladen wurden. Sie musste auch, laut Aussagen von ihren Entführern, masturbieren und die Jungen urinierten auf sie, während sie selbst ihren eigenen Urin trinken musste. Des Weiteren musste sie Eisenstangen, Scheren, Nadeln, Glühbirnen, Feuerwerk, Zigaretten und Feuerzeuge in ihren Vaginalbereich einführen, was zu schweren Verletzungen führte. Ihre Brust wurde mit Nähnadeln durchbohrt und ihre Brustwarzen wurden abgerissen. Auch wurde sie geschlagen und als menschlicher Boxsack benutzt. Und als ob all das nicht reichen würde, wurde sie in die Gefriertruhe eingesperrt, an verschiedenen Körperstellen angebrannt und mit Eisenstangen wurde auf ihren Körper eingeschlagen. Weitere Details erspare ich euch an dieser Stelle mal. Am 4. Januar 1989 wurde Junko in eine Flüssigkeit getaucht und lebendig angezündet. Dabei starb sie an den Brandverletzungen. Laut Aussagen von Mitschülern, die von den Jungen eingeladen wurden, wurde Junko derart heftig gefoltert, dass ihr Gesicht so stark angeschwollen war, dass man sie nicht wiedererkennen konnte. Außerdem soll sie die Kontrolle über ihre Blase verloren haben. Hiroshi wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seine Freunde bekamen Strafen zwischen 5 und 10 Jahren. Wären sie älter gewesen, dann hätten sie mit Sicherheit die Todesstrafe bekommen. Und die hätten sie auch verdient, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, dass ich absolut entsetzt war und immer noch bin, als ich diesen Fall lesen musste. Für gewöhnlich beschäftige ich mich ja eher mit urbanen Legenden und Mysterien, aber diesen Fall wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Bis zum nächsten Mal, euer Krone SK.